Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Ja, ich hatte das in dem Video zu den Gefahren der Benzodiazepine bereits angesprochen gehabt, dass die Benzodiazepine im Vergleich zu den Barbituraten die deutlich besseren Medikamente sind, weil sie eben einen degressiven Verlauf haben, was ihre Wirkung angeht. Und genau das sieht man hier jetzt beispielsweise auch auf dieser ersten Grafik. Wir haben hier auf der Y-Achse abgetragen, was für einen Effekt eine gewisse Dosis von Barbituraten, was hier die gestrichelte Linie ist, oder Benzodiazepin, was die türkisfarbene durchgezogene Linie ist, was für eine gewisse Dosis dieser beiden Stoffgruppen letztlich dann für Effekte hat auf das zentrale Nervensystem. Und ich hatte ja gesagt gehabt, dass man in erster Linie natürlich sowohl die Benzos als auch die Barbiturate nimmt, um in den Bereich der Sedation und Angstlösung zu kommen, also Beruhigung und Angstlösung, ja. Und die meisten gehen dann noch so ein bisschen weiter in den Bereich der Hypnose. Hypnose hört sich jetzt natürlich erstmal extrem schlimm an, bedeutet aber im Prinzip nichts anderes, als dass du schläfrig wirst, ja, und das vermehrte und verstärkte Bedürfnis hast, dich hinzulegen und zu schlafen. Und die meisten Konsumenten von Benzodiazepinen sind hier genau in diesem Bereich, ja. Zwischen Sedation und Hypnose. Weiter will eigentlich gar keiner gehen. Ja? Im Krankenhaus vor einer OP kann es dann sein, dass man dir IV natürlich ein bisschen mehr gibt, einfach damit du in die Anästhesie kommst, sprich also absolute Schmerzbefreiung und gegebenenfalls Narkose. Ja? Und das ist im Prinzip auch der Bereich, der das Maximum darstellt für die Benzodiazepine. Würdest du jetzt hier weiterhin die Dosis erhöhen, was man auf der Grafik nicht sehen kann, würde die Funktion wieder abnehmen, das heißt, der Körper würde die überflüssigen Benzos einfach ausscheiden, sprich in Narkose würdest du dich dann höchstwahrscheinlich benässen und so letztendlich dann die überflüssigen Benzos loswerden, weil der Körper sagt, mein GABA-Rezeptor, zu dem ich gleich auch komme, ist vollkommen gesättigt mit Benzos, ich brauche kein einziges bisschen mehr davon. Ja, also alles raus damit. Darum sind die Benzos, wie gesagt, sehr, sehr ungefährlich und auch gut dosierbar im privaten Bereich zu Hause, weil die wenigsten sind so bekloppt und sagen, sie möchten unbedingt in die Narkose kommen. Ja, das ist nur etwas, was du vor OPs natürlich haben möchtest, damit du nicht die Schmerzen erleiden musst. Aber zu Hause will keiner in den Bereich der Anästhesie kommen, sondern gerade nicht, wenn du mit Benzos dich therapierst. Bei Opiaten sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Aber die meisten wollen wirklich einfach nur erstmal, das ist das Wichtigste, dass die scheiß Angst weggeht. Und zweitens dann, dass man leicht schläfrig wird und komplett das Nervensystem über Nacht dann beruhigt. Bei den Barbituraten ist hingegen das Problem, ihr seht, spätestens ab dem Bereich hier der Hypnose geht es richtig los, weil der Funktionsverlauf ist hier eine winkelhalbierende, sprich also eine 45 Grad gerade und bedeutet, jedes kleine bisschen mehr bringt dich proportional in einen anderen Bereich, was die Dämpfung deines zentralen Nervensystems angeht. Ja, und du kannst wirklich ganz schnell von der Hypnose über die Zugabe vielleicht eines kleines bisschen mehr eines Barbiturats in die Anästhesie oder in die sogenannte Medullary Depression kommen. Ich habe mich mal schlau gemacht, was das ist. Das ist im Prinzip eine Lähmung des Rückenmarks und des Gehirnstamms, sodass keine Nervensignale mehr weitergeleitet werden an den Körper. Also man kann quasi sagen, so eine Art Mini-Koma, ja. Und dann gibt es das Koma, was kommt, und schlussendlich dann natürlich der Tod, ja. Also man kann sich quasi auch so stark damit überdosieren, dass man das Koma überspringt sozusagen und sofort letztlich den ja, absoluten Tod einleitet. Ja? Also nur damit ihr seht, die Benzos sind wirklich nicht gefährlich, es sind gute Medikamente. Ich komme auch gleich dazu, was den Vergleich angeht zwischen Benzos und anderen Medikationen. Und da werde ich auch noch mal ein bisschen drüber diskutieren. Ja, hier haben wir zum Beispiel eine Grafik aus dem Vereinigten Königreich. Ich versuche hier einen Zoom reinzubringen. Ich hoffe, das geht. Das geht auch, das ist super.
Und wir haben hier unterschiedlichste Stoffgruppen, ja. Am schädlichsten im Allgemeinen ist, komischerweise muss man wirklich sagen, Alkohol. Ich hätte gedacht, Heroin wäre noch schädlicher, aber Alkohol ist tatsächlich die schädigendste Droge von allen. Ja, dann kommt Heroin, dann kommt Crack, dann kommt Methamphetamin, dann kommt normales Kokain, dann kommt der Tabak, dann kommen Amphetamine, dann kommt Cannabis. Dann kommt GHB, das ist Liquid Ecstasy bzw. K.O.-Tropfen, ja, die ein Arschloch mir damals auch schon mal unbewusst in mein Bier gemischt hat. Und ich kann euch sagen, das ist überhaupt nicht schön, Leute. Ja, aber darauf will ich nicht genau eingehen. Ich will nur sagen, GHB ist eigentlich ein industrieller Reiniger und sind die sogenannten K.O.-Tropfen und werden auch als Liquid Ecstasy bezeichnet. Und dann kommen die Benzodiazepine, Ketamin, Methadon, Mephedron, Butane, irgendwas mit Cut, weiß ich nicht, anabole Steroide, MDMA bzw. Ecstasy, LSD, Buprenorphine und letztendlich die guten alten Pilze für die meisten Leute, ja? Man muss jetzt Folgendes dazu sagen. Also ich stimme grundsätzlich mit der ersten, wie soll ich sagen, der ersten Hälfte dieses Rankings auf jeden Fall überein. Aber ich stimme nicht damit überein, dass Ketamin, Methadon, was als Ersatz für Heroin zum Teil benutzt wird, anabole Steroide, Ecstasy, LSD, Buprenorphine und psychoaktive Pilze, dass die weniger schädlich sind als die Benzos. Körperlich wie auch psychisch. Vor allen Dingen Dinge wie Mushrooms und LSD. Aber auch beispielsweise Ketamine sind natürlich auch psychoaktiv betrachtet extrem schädigend, ja, weil du dich natürlich psychisch total veränderst. Und ich würde einfach mal sagen, wir sagen, Ketamin ist schädlicher als ein Benzo, Methadon ist schädlicher als ein Benzo, die beiden kenne ich nicht, aber anabole Steroide sind auch schädlicher als ein Benzo, weil du Bluthochdruck bekommen kannst, Herzinfarkte, Schlaganfälle, alles, was du nicht bekommen kannst, wenn du Benzos nimmst. Bei Ecstasy sieht es genauso aus, Puls von 180, Blutdruck geht hoch, auch ganz gefährlich, auch Überhitzungsgefahr im Übrigen, also starkes Fieber, 40, 41 Grad, was dann natürlich den Tod bedeutet. LSD, psychisch komplett zerstörend und Pilze machen dich auch nur Wischiwaschi in der Birne. Also ich würde so sagen, wenn Benzodiazepine nicht, sag ich mal, das mildeste Medikament sind, was du nehmen kannst und am besten mit dem Körper zusammenwirkt, ohne große Schäden auf sich zu ziehen, dann ist es zumindest auf Platz 2, ja, würde ich sagen. Meiner Meinung nach, zumindest auf Platz 2, weil du findest eigentlich kaum irgendein Medikament, was so gut mit dem Körper zusammenarbeitet wie das Benzodiazepin. Und deswegen ist auch eben die Gefahr so gering, dass man sich erstens langzeitmäßig damit körperlich schädigt. Als auch eben, dass man grundsätzlich daran verstirbt. Beispielsweise hast du hier gar nicht aufgelistet Schmerzmittel wie Ibuprofen, Diclofenac, Aspirin oder Paracetamol, die alle deutlich schädlicher sind, als irgendein Benzo sein könnte. Der einzige Punkt, den man bei Benzos beachten muss, ist wirklich die Abhängigkeit, die eintreten kann, weil wenn du das Benzo nicht mehr nimmst, treten die Panikattacken natürlich wieder auf, ja, solange du, wie gesagt, nicht dich in eine Therapie begeben hast. Das ist der einzige Punkt. Aber ansonsten sind Benzos einfach super Medikamente und ich kann es auch persönlich bestätigen. Wir haben ja auch beispielsweise gar keine Antidepressiva dabei. Ja, Antidepressiva sind viel, viel schädlicher als Benzodiazepine. Einfach deswegen, weil sie stärker auf die Nieren gehen, stärker auf die Leber gehen. Wir haben keine Beta-Blocker hier jetzt beispielsweise dabei oder ACE-Hämmer, die auch ganz gefährlich sind, Nierenversagen auslösen können. Also man hat sich hier wirklich schon auf nur gewisse Substanzen, sag ich mal, konzentriert. Wahrscheinlich die Substanzen, die halt eben als Drogen missbraucht werden von vielen, aber es gibt deutlich schlimmere Medikamente, ja? Das nur einmal dazu. Jetzt muss ich hier, glaube ich, irgendwie aus dem Zoom raus, genau.
Und hier haben wir nochmal eine andere Grafik, die das so ähnlich sieht. Da hat man aber wenigstens die Benzos ein bisschen weiter nach unten gesetzt, aber auch hier genau derselbe Mist. Ketamin angeblich nicht so schädlich wie Benzo. Methadon angeblich nicht so schädlich. Ecstasy nicht, LSD nicht, psychoaktive Pilze nicht. Also hier wird teilweise auch unterschieden im Übrigen. Wie stark schädigst du dich damit selbst und letztendlich die Community, die Gesellschaft, die letztlich dann für deine Schäden, die dann entstanden sind durch den Medikamenten- und Drogenkonsum, die dann eben dafür aufkommen müssen. Aber so richtig objektiv finde ich diese Sache nicht. Da finde ich sogar diese Grafik hier ehrlich gesagt ein bisschen besser und selbst die ist für mich nicht wirklich zu 100% nachzuvollziehen. Ja, jetzt kommen wir zum ersten Mal zum sogenannten GABA-Rezeptor. Der GABA-Rezeptor sitzt quasi in der Zellmembran einer Nervenzelle. Ja, da gibt es einmal die obere Seite, das ist das Äußere der Zellmembran und dann das Innere, also das Tiefere. Das ist da, wo die eigentliche Zelle letztlich ihre Signale letztlich ja, abgibt. An die Synapsen, die das dann weiterleiten ans Gehirn. Und wenn wir den GABA-A-Rezeptor uns hier anschauen, der hier im Prinzip so ein bisschen aussieht wie eine Paprika, werdet ihr gleich auch auf anderen besseren Darstellungen sehen, dann seht ihr, dass es unterschiedliche Punkte gibt, wo die Stoffe ansetzen, um letztendlich den Kanal des GABA-Rezeptors zu öffnen, sodass negativ geladene Chloridionen reinkommen können in das Zellinnere und damit Aktionspotenziale verhindern. Ja, das ist quasi die Stromweiterleitung ans Rückenmark und ans zentrale Nervensystem, ans Gehirn. Ja, und wir sehen hier ganz gut, die Barbiturate setzen auf der einen Seite des GABA-Rezeptors an, die Benzodiazepine auch auf beiden Seiten, aber deutlich weiter oben. Wir sehen die Barbiturate weiter unten. Die Benzos weiter oben, GABA selbst ganz oben und Propofol, Steroide, Alkohol im Übrigen auch deutlich weiter unten. Ja? So sieht der GABA im Prinzip aus, in seine ja, Untereinheiten unterteilt. Wie gesagt, eine schöne Paprika sozusagen. Wir haben einmal die Alpha-Einheit, die Beta-Einheit und die Gamma-Einheit. Und die Gamma-Einheit ist ganz wichtig, um den Chloridkanal zu öffnen. Und deswegen sehen wir, dass Benzos zwar auf der Alpha-Untereinheit des GABA-A-Rezeptors sitzen, aber gleichzeitig auch ein bisschen auf dem Gamma-Rezeptor und damit letztlich den Kanal öffnen für die negativ geladenen Chloridionen, die eben dafür sorgen, dass keine Aktionspotenziale von der Zelle mehr letztendlich ausgeschüttet werden. Ja, Zolpidem ist ein typisches Z-Drug, ein Schlafmittel, wirkt genauso wie Benzos auch auf die Alpha-Untereinheit und auf die Gamma-Untereinheit, aber eben deutlich weiter drunter. Und Flumazenil ist ein Antidot, also ein Gegengift für Leute, die sich mit Benzos überdosiert haben oder was eigentlich ja kaum möglich ist, weil man meistens am Schlafen ist, aber zum Beispiel Alkohol dazu getrunken haben und dann unter Atemdepression leiden, dann wird Flumazenil gegeben, damit die Atemdepression aufhört, ja? Und die Barbiturate, wie gesagt, die setzen hier eben unten an. Ja? Noch ein anderes Bild des GABA-Rezeptors. Ich versuche das Ganze natürlich auch hier mal deutlich zu vergrößern. Ja, da sehen wir auch hier wieder die Paprikaform. Und ja, wir sehen, Alkohol setzt zwischen Alpha und Beta hier an, Barbiturate auch zwischen Alpha und Beta, Benzos Alpha und Gamma, aber wir haben gesehen, da unterscheiden sich auch so ein bisschen die Darstellungen. Wir haben auch gesehen, dass die Z-Drugs beispielsweise und die Barbiturate auf der einen Seite auch die Gamma-Untereinheit letztendlich. Wie soll ich sagen, so leicht berühren, leicht dort ansetzen. Ja, also es variiert auch so ein bisschen. Auf jeden Fall wissen wir, GABA-A wird von all diesen Substanzen, im Übrigen auch Opiate, ja, die auch dort anbinden, beeinflusst. Ja, das wie gesagt eben dazu.
So, und das wollte ich euch nicht zeigen. Ich wollte euch dann zeigen, was ein Aktionspotential ist. Genau. Ein Aktionspotential bedeutet erstmal, okay, die Zelle ist quasi im Ruhezustand. Wir sehen hier, die Voltangabe ist 70 bis 90 Millivolt. Dann wird beispielsweise der GABA-Rezeptor geschlossen. Es fließen keine Chloridionen, die negativ geladen sind, mehr rein ins Zellinnere. Dann kommt es zum Aktionspotential, zum Overshoot. Und wir sehen, wir kommen dann hier in 20 bis 30 Millivolt-Bereich rein. Und das Aktionspotential lässt dann natürlich danach wieder nach. Ja, also es gibt entweder ein Aktionspotential oder es gibt kein Aktionspotential. Potenzial. Und das Ganze innerhalb von einer Zeit, wenn du so willst, von einer Millisekunde. Und das Problem ist, bei Leuten, die unter innerer Unruhe leiden, Panikstörungen leiden, Schlaflosigkeit leiden, dass permanent zu viele Zellen letztendlich Aktionspotenziale aussenden ans zentrale Nervensystem. Das kommt im Gehirn an. Das Gehirn ist überlastet, ja, reagiert dann damit, dass du nervös wirst. Und das Problem ist, es kann so weit kommen, dass quasi der Server crasht, ja, dass das Gehirn zusammenbricht. Und dann bist du natürlich tot. Und deswegen ist es so wichtig, dass man Panikstörungen und innere Unruhe auch behandelt, dass man eben auf GABA einwirkt, damit nicht zu viele Aktionspotenziale auf einmal gesendet werden. Ja? Einen gewissen Teil brauchst du, sonst bist du auch tot. Also null Aktionspotenzial im gesamten Körper ist natürlich dein Tod, aber es dürfen nicht zu viele sein. Und wenn die Zahl runtergeht, dadurch, dass man die Chloridionen reinlässt, dadurch, dass man eben auf GABA A wirkt, wird der Mensch beruhigt, die Panik lässt nach, er kann schlafen und alles ist wieder gut. Ja, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video gut erklären, was GABA ist, was ein Aktionspotenzial ist, warum die Benzos so gute Medikamente sind und warum sie nicht so schlecht sind, wie sie dargestellt werden und vor allen Dingen, dass sie körperlich sehr, sehr gut mit dem Körper zusammenarbeiten, im Gegensatz zu allen anderen Medikamenten, ja, die deutliche Nebenwirkungen haben, ja, teilweise deutlich heftigere Wirkungen zwar haben, aber auch deutlich heftigere Nebenwirkungen haben. Und wie man verantwortungsvoll damit umgeht, hatte ich ja schon im letzten Video euch gesagt. Alles klar, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.